Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Total War Arena und den Community Replays. Heute habe ich ein Tier 8 Gefecht für euch, das von Page Marker gespielt wurde. Er spielt Germanicus auf Germanien mit den Soki Extraordinarii und macht das, was ich persönlich auch tun würde. Nicht das Center. Das Center muss natürlich gedefft werden, aber im Center rückt man in der Regel nicht vor. Es ist eine Todeszone. Das hier ist im wahrsten Sinne... Die Bäume sind nicht zum Spaß tot, Leute. Glaubt mir. Da haben sich die Entwickler was dabei gedacht. Es kommt hier am Anfang jetzt ja erstmal zu einer interessanten Situation. Bogenschützen dort hinten fangen an, auf ihn zu schießen. Aber das ist nicht das, weswegen ich hier dieses Replay ausgewählt habe. Sondern, also nicht die Tatsache, dass er jetzt hier anfängt, hier schon mal ordentlich Tankpunkte aufzubauen. Wie gesagt, solche Replays bekomme ich zuhauf geschickt. Und wenn es bei so etwas bleibt... Wow. Arti, mein Freund, das war aber knapp, sind leider nicht allzu spannend. Wir alle wissen, wie das abgeht, wenn gegnerische Bogenschützen es im Grunde verpeilen, hier richtig zu agieren und ja, sich Ziele zu suchen, auf die sie Schaden machen können. Hier hat es jetzt hier momentan Pagemarker Stern übrigens, so heißt er richtig, schon mal 1400 Tankpunkte eingebracht. Hier übrigens, das ist ein gegnerischer Arminius-Kavalleristen, Starbucks. Alles klar, da wissen wir auf jeden Fall schon mal, wo der Kollege arbeitet oder wo der gerne hingeht in seiner Pause. Der gute Pagemarker wartet hier an dieser Stelle, beobachtet die Situation. Hier, das Center wird gehalten, wie man ja sieht. Elefanten drücken nach vorne. Ihr seht, ne, da passiert in der Regel nichts. Die Leute lernen so langsam aber sicher, dass es hier eine Todeszone ist. Pagemarker drückt jetzt hier so ein bisschen nach vorne. Jetzt kommt hier ein gegnerischer Soki-Spieler, der etwas mehr Stock ist im Gegensatz zu ihm. Und der erste Charge-Finish hat sehr, sehr gut gemacht. Er schickt erstmal nur eine Einheit in den Nahkampf. Und ich sehe jetzt hier mehrere. Jetzt schickt er die zweite Einheit hier in den Nahkampf. Geht über die Flanke vor. Und hier will er auch noch ein bisschen unterstützen. Sehr, sehr gut gespielt an der Stelle, wie ich finde. Es kommt jetzt hier natürlich zu dem, was es kommen muss. Zur absoluten Germanicus-Eskalation. Hier werden jetzt überall die Dingens angemacht. Dadurch, dass er jetzt hier mit dieser Einheit in den Rücken geht, verhindert er, dass der Gegner einfach nur so davonlaufen kann. Oh, und da kommt jetzt auch noch italienische Adelskavallerie dazu, die chargt jetzt hier diese Einheit. Aber dieser hier ist geroutet und verliert dadurch seine Vengeance, eine unglaublich wichtige Situation. Was auch sehr unangenehm ist wiederum jetzt, dass er selber wiederum jetzt hier eine Einheit verliert, die Vengeance hat. Es eskaliert der Nahkampf. Und das hier ist seine dritte Einheit. Die hat jetzt drei Flanken bekommen. Er kann sie retten, hier mit diesen beiden, aber der Gegner hat schon so viel Schaden gefressen. Ihr seht, obwohl er jetzt hier Vengeance anhat, kann er relativ wenig dagegen machen, denn die Jungs hier, die haben die bessere Bewaffnung und gewinnen deswegen jetzt hier diesen Nahkampf gegen diese drei Einheiten. Diese Einheit hier braucht noch ein paar Sekunden. Die Kavallerie macht einen entscheidenden Fehler, müsste eigentlich jetzt diese Einheit hier auseinandernehmen, tut es aber nicht. Stattdessen chargt jetzt hier noch hinein und jetzt... kann Pagemarker diese Einheit hier wieder einsetzen, um der der Kavallerie hier wieder das Leben zur Hölle machen. Und ihr seht, also der Charge und der Strike hinterher war alles andere als unerheblich. Diese Einheit hier ist automatisch jetzt hier schon auf den Status wankend und ja, die Kavallerie ist raus. Was für ein Momentum an dieser Stelle. Aber ihr seht, was jetzt hier los ist. Ne? Da drüben verliert jetzt hier der Verbündete von Pagemarker hier den Nahkampf gegen diese Adlerkohorte. Da drüben hat es auch noch, wir haben es gerade eben gesehen, da war irgendwie noch eine Barbareneinheit. Die Artillerie ist in Gefahr. Es gibt hier tatsächlich nochmal einen Soki-Spieler, der das Ganze hier, beziehungsweise der Artillerist hat eine Soki-Einheit, um sich selber zu verteidigen. Pagemarker steht jetzt hier mit den verbleibenden Truppen, die er hat und ja, macht so einen kleinen Standoff hier gegen die Barbarian, der interessanterweise eine Adlerkohorte spielt, und rückt jetzt hier in diese Richtung vor. Da oben stehen momentan die Bogenschützen und schießen jetzt hier Pagemarker in den Rücken. Dagegen kann er relativ wenig machen. Er möchte hier die Artillerie verteidigen, wie ihr seht, denn er möchte nicht, dass der Punktvorteil seines Teams hier verloren geht. Die Kavallerie möchte ihn jetzt, so wie es aussieht, jetzt hier flankieren. Die sehen aber nichts, nicht vergessen. Die haben keine Sicht, die Jungs. Die sind nämlich wankend und haben momentan, glaube ich, eine Sichtweite ungefähr von dieser Zone hier. Die durften sich jetzt... Oh, was für ein schönes Momentum hier. Seht ihr das hier? Die Kavallerie dreht um, denkt sich, ach, da wird schon niemand sein. Und verpasst jetzt hier den Moment, um Pagemarker zu sehen. Hier, The Barbarian mit seiner Adlerkohorte drückt jetzt vorbei. Und da kommen jetzt die Bogenschützen, die am Anfang auf
Page Marker geschossen haben und realisieren nicht, dass hier Page Marker jetzt rauskommt. Er charged und Wahnsinn! Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Eine unfassbare Blindheit hier dieses Bogenschützens, der sofort instant disconnected hat. Es ist einfach nur ein Traum, ey. Sein eigener Fehler, muss man ganz ehrlich sagen. Der hat wahrscheinlich da hingeguckt, so. Und auf einmal sieht er, dass da unten die Zahlen wegrollen. Und damit war er im Grunde eigentlich erledigt. Hier kommt jetzt nochmal hier dieser Kavallerist. Will hier irgendwie noch versuchen, irgendwas zu retten, was man nicht mehr retten kann. Das Einzige, was passiert, dass jetzt hier Pagemarker dadurch hier eine Einheit verliert, die auf den Status wanken gekommen ist, wegen dem Kriegsschrei von Scipio Africanus. Aber auch hier kann jetzt Pagemarker hier auch ohne die Aktivität von Vergeltung alle Einheiten ausschalten und hat jetzt zu diesem Zeitpunkt 5500 Offensivpunkte und 1500 Tankpunkte aufgebaut. Der absolute Wahnsinn. Zwei Einheiten bleiben ihm noch. Das Gefecht ist im Grunde an dieser Stelle schon so gut wie gewonnen. Aber er kann natürlich auch noch jetzt hier versuchen, hier gegen diese Adlerkohorte hier noch irgendwie helfend einzuschreiten. Der Artillerist hat hier natürlich ein massives Problem. Seine Einheiten hier sind durchaus noch dazu in der Lage, sich ein bisschen zu wehren. Aufgrund der Tatsache, dass Vidi hier halt schon, beziehungsweise Veni, ordentlich Punkte gibt. Vidi ist auch gar nicht so schlecht. Die Bewegungsgeschwindigkeit wird allerdings hier in diesem Fall nicht wirklich in die, zumindest nicht irgendwie entscheidend sein. Jetzt kommt Pagemarker, rennt jetzt hier diese Adlerkohorte in den Rücken. Ihr seht, da gehen 80% der verbleibenden Lebenspunkte dieser Einheit drauf. Mich wundert es, dass das nicht als kritischer Schaden gilt, aber sie erleiden hier tatsächlich zwei Flanken, rückwärtige Flanke und, ja okay, die rückwärtige Flanke ist weg, aber allein die Tatsache, dass er so viel Schaden gemacht hat, sorgt dafür, dass diese Einheit hier jetzt eigentlich keine Lebenspunkte mehr hat. Ihr seht jetzt hier quasi bei 15 Mann noch 877 Lebenspunkte haben. Jeder dieser Männer ist ein One-Hit und damit gehen die jetzt hier auch zu Recht raus und er ist jetzt hier schon bei 5800 Offensivpunkten. Jetzt heißt es nur noch hier, diesen Blutreiter hier niederzukämpfen. Da geht er hier in die Flanke. Der hat auch schon disconnected, hat komplett aufgegeben. Ja, das sind so die Momente. Ich habe das noch nie getan. Solange meine Männer noch gekämpft haben, habe ich noch nie rausconnected. Hat wenig mit viel Sitzfleisch zu tun an der Stelle. Und er hat jetzt über 6000 Offensivpunkte aufgebaut, meine Damen und Herren. Es ist ein unglaublich schönes Gefecht gewesen, insbesondere der Moment, als der Bogenschütze einfach nicht erkannt hat, dass er im Grunde doomed ist. Tja, ihr seht, wir bekommen leider jetzt in der neuen Version den MVP-Screen nicht mehr angezeigt. Etwas, was ich sehr, sehr schade finde. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich persönlich bin immer noch der Meinung, das hilft uns nicht weiter. Aber ihr könnt mir glauben, er war garantiert MVP mit dieser Leistung. Vielen lieben Dank fürs Einsenden, lieber Pagemarker. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuschauen. Und falls ihr ebenfalls noch wollt, dass ich ein Replay für euch kommentiere, schaut unten in die Videobeschreibung. Da steht drin, was ihr tun müsst, um mir ein Replay zukommen zu lassen. In dem Sinne sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut, bis in naher Zukunft, schöne Zeit, tschüss und ade.